So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars. Wir haben ja gerade hier R3PO aufgeweckt und können dann jetzt hier dieses Flugzeug, glaube ich, wegmachen. Ach so, ich hätte gerade nicht aufgepasst. Ich dachte, es am Anfang wäre nur so, dass am Anfang so der Vorhang, der hochgeht. Dieser Sturmtruppler befiehlt dir, den Speeder aufzuladen. Befehle sind Befehle. So, ich sollte Ihnen allerdings mitteilen, dass er gesagt hat, die Steuereinheit sei defekt. Die Aufladung könnte unerwartete Folgen haben. Eindringlinge im Hangar! Alle Einheiten auf ihre Position! Sieht aus wie so eine Bohrmaschine. Du weißt schon, dass wir ihre Aufmerksamkeit von uns ablenken wollten, ja? Egal, kriegen wir. So, mal gucken, was jetzt abgeht. Aber er sieht genauso aus wie wir! Ich sehe es schon kommen! Ich werde auf die falsche Person schießen! Schon wieder! Lasst sie nicht entkommen! Alle T-Jäger wurden abgeschossen! Vor allem schon wieder. Wir müssen in diesen Kontrollraum und den T-Jäger entriegeln. Der Greifhaken kann hier nirgends befestigt werden. Glaubst du, wir können diese Platte dort oben öffnen? Ich muss das noch erstmal kaputt machen. Und woanders hinbauen. Und das kann ich wahrscheinlich. Okay, jetzt fährt er hoch. Können wir hier durch? Ah, hier kann man drauf. Die Eindringlinge wollen in den Kontrollraum. Alle Einheiten in der Nähe zum Einsatzort. Hier denkt sich auch alles klar. Wie komme ich jetzt daran? Achso, okay, einfach runterziehen. Schätzungsweise jetzt da oben reinschießen. Gucken, ob das funktioniert. Oder einfach das Teil da anbauen. Theoretisch müsste das jetzt reichen. Mal gucken. Mal gegenhauen. Ja, super. Das ist ein Elektromagnet. Okay, jetzt müssen wir das halt wieder zurückbauen. Dass wir hier unsere... Yo. Das ist ja richtig geil. Das ist, glaube ich, sein Special Move irgendwie auf Doppel B. Also ich habe zweimal B gedrückt und dann kam das. Ich weiß nicht, wie ich das gerade gemacht habe. Aber das ist natürlich geil. Oh, da können wir auch was hinbauen. Da können wir den roten Stein einsammeln. Nice. Sehr geil. Kommt dann wieder ab. Und nochmal hoch. Und wieder zurück. So, und hier rein. Haltet sie auf! Mal probieren, ob das jetzt nochmal funktioniert. Na okay, ging nicht. Egal. Ich muss den T-Jäger entsperren. Ich habe keine Zugangscodes. Da kann nur er ran. Ja, aber ist wieder hier so ein Sturmtruppler. Ja, oh, perfekt. Der T-Jäger ist entsperrt. Gehen wir. Gut, der ist fertig. Da kommt er auch schon. Da hinten ist ein Aufzug. Gehen wir. Ja, komm. Ja, er ist halt einfach kaputt gehauen. Idiot. Na gut, das mit dem Geld. Ist egal. Ist ein Aufzug. Gehen wir. Wo ist der Aufzug? Hier? Ah, oh, bin ich blöd. Das war echt dumm. Gut. Dass die Lego-Steine sogar den Weg hier weisen. Oh, egal, einfach rein.
Machen wir erstmal hier den fetten. So, der ist weg. Der unten macht sowieso nichts. Den können wir auch so weg. Okay, jetzt er. Hier den Mausdroiden noch abschießen. Rechter Rand. Ja, gut, komme ich nicht ran. Jetzt so komme ich bestimmt dran. Super. 2 von 4. Auf jeden Fall ganz cool, dass es verschiedene so Sequenzen oder Moves von denen gibt, wenn die sterben. Okay, bei Headshots machen die, glaube ich. Hat das denn was gebracht? Ich glaube nicht. Hat das. Warte mal. Das Schild scheint nur von. Na gut, egal. Das ist das Schild auf jeden Fall generell aus. So aus, als ob er nur von hinten ist, deswegen. Egal, so. Und was macht der denn jetzt hier? Der letzte, komm. Super. Gut, hier soll mal scannen. Okay, müssen wir erst noch rüber rushen. Wie komme ich jetzt am schnellsten hier rüber? So, da war gerade irgendwie kurz mein Windows-Update irgendwie. Hat er mir angezeigt, dass ich ein Windows-Update machen kann. Egal. So, jetzt hier und weiter runter und da. Top. Da kriegen wir das Tor auf. Und erstmal muss ich ihn hier ausschalten. Ich bin wieder ein bisschen auf den Nerven. So. Yankee-Kanone ist ab. Ist wahrscheinlich hier rüber, ne? Super. Hier nochmal scannen. Geh hoch. So, und. Lass mal hier einfach drauf. Scheiß auf den Sturmtruppler. Ich hoffe, du bist ein guter Pilot. Wenn wir aus diesem Hangar raus sind, wirst du schon sehen. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt zu schießen. Wir schicken immer noch per Hand starten. Stellen wir sicher, dass sie nichts haben, dass sie starten. Okay, wir müssen alles kaputt machen. 25% haben wir schon kaputt. Wer fliegt eigentlich? Ich glaube, ich schieße nämlich nur, weil fliegen tue ich nicht. Das war die Hälfte. Jetzt nochmal die Seite. Zack. Ach so. 62. Da oben ist noch einer. Da noch einer. Okay, alles klar. Eine komische Prozentrechnung. Ach so, nee, wir haben jetzt erst 75. Alles klar, okay. Das heißt, jetzt kommen die Teile. Dann müsste das jetzt gewesen sein. Hallo. Warum ist das jetzt nicht kaputt? Was soll denn die Scheiße? Ist das irgendwie ein Bug oder was? Weil... mehr als drauf schießen kann ich nicht. Okay, ist kaputt. Hat wohl ein bisschen mehr ausgehalten. Wow, das Ding geht echt ab. Alles klar, wir müssen möglichst viele von diesen Geschützen ausschalten, sonst kommen wir nicht weiter. Okay, nochmal ein paar Geschütze ausschalten. Das kriege ich hin. Achso, 10 Stück. Hab ich ja! Hey, wie heißt du eigentlich? Evans
Wo kann ich... FN, ja? Okay. Finn, ich werde dich Finn nennen. Ist das in Ordnung? Finn, ja. Finn, hört sich gut an. Gefällt mir. Oh, das ist... Kacke. Immer so kompliziert hier. Okay, 6 Dinger noch. Das Teil noch. Super, und wie komme ich jetzt... So eine Rolle zurück? Wie geht das nochmal? Egal, drehe ich einfach so um. Nein, nein, oh Gott. So, 4, 3, 2. Da ist noch eins. Und da hinten sind noch welche. Achso, man kann auch noch mehrere kaputt schießen. Das ist jetzt nur so. Und dann die Mission weiterzumachen. Das hat's richtig gebracht jetzt. Das kennen wir ja schon. Da müssen jetzt Tornados rein. Das kriegen wir. Ach so, auf A kann ich nicht leisten. Die haben Torpedos geladen. Wir schnappen uns ein paar davon und diese Generatoren und das große Geschütz sind erledigt. Wow, noch mehr Jäger! Okay, auf L2 kann ich schneller fliegen. Und da ist ein Torpedo. Super. Der muss jetzt da rein. Und die Frage. Abwerfen, tut mal den mit. Hab ich vergessen, scheiße. X. Nee, warte mal. Ich fliege mal ein bisschen weg, dann kann ich langsamer anfliegen. Hä? Eben war die Steuerung... Was ist denn das jetzt, Alter? Eben mache ich nach unten, dann fliegt der hoch. Und jetzt ist es anders. Ja, mir soll es egal sein. Also eben habe ich nach unten gemacht, dann ist er hochgeflogen. Jetzt hat sich die Steuerung irgendwie umgekehrt. Keine Ahnung. So, jetzt ballern wir die nochmal da rein. Warte mal, das ist gerade komisch. Mann, ich will immer so fliegen wie normal beim Flugzeugspiel, dass man eben... Also wenn man hochzieht, halt runter geht. Also so ein Joystick-Spiel halt. Mann, das ist... Fuck. Daran hapert es jetzt, weißt du? Ach komm, was soll denn die Scheiße? Nochmal drehen. Nochmal anfliegen. So, jetzt noch einmal drehen und dann... ja, komm, wirf doch nicht ab. Was soll denn das? So, mal über ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen und jetzt. So, geht doch. Jetzt müssen wir noch oben einen reinwerfen. Mal gucken, wie das jetzt abgeht. Kann ich einfach von oben drauf fliegen. Okay, das war's schon. Super. Zurück nach Jakku, wohin sonst? Nein, 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 wir können da nicht wieder hin. Wir sollten aus diesem System verschwinden. Ich muss meinen Droiden holen, bevor die erste Ordnung das tut. Was, ein Droiden? Ganz genau. Eine BW-Einheit, orange und weiß, ein wahres Unikat. Ist das noch ein paar, Teile hier abknallen. So, ein paar TIE Fighter. Super, das klappt ganz gut. Ja, okay, scheiße. Oh.
Der Jäger wird im Goason-Ödland abstürzen. Sie wollten den Droiden holen. Entsendet einen Stoßtrupp zu dem Wrack. Whoa!